Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Digitalforum. Mein Name ist Veronika Ruida und ich übernehme heute den technischen Support. Womit wir auch schon beim heutigen Thema wären, klimafreundlicher Bauen, worauf kommt es an? Das Thema des heutigen Digitalforums. Und unser Referent, den ich Ihnen kurz vorstellen darf, ist Herr Dr. Markus Hennecke. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wieder. Herr Dr. Hennecke ist geschäftsführender Gesellschafter der Zilch und Müller Ingenieure und Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer Bau. Und ja, Herr Dr. Hennecke, ich würde Ihnen jetzt auch direkt das Wort übergeben und ich melde mich dann einfach am Ende nochmal mit den Fragen zum Vortrag. Ja, meine Damen, meine Herren, ich freue mich auch im Namen der Kammer über die große Anmeldezahl und auch Ihr sehr starkes Interesse an unserem Thema, das wir heute vortragen möchten, wozu ich eine Einführung geben möchte. Wir werden später nochmal darüber sprechen und ich werde ankündigen, wie es auch vielleicht weitergeht in der Reihe. Ich glaube, wir stehen vor einem Thema, was uns in den nächsten Jahren sehr stark bewegen wird, und zwar nicht nur vielleicht im gesellschaftlichen, politischen Umfeld, sondern ganz konkret in unserem persönlichen Handeln als Bauingenieure. Wir werden, und das möchte ich auch zeigen in dem Vortrag, davon betroffen sein, in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Bevor ich mit dem Vortrag anfange, habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht. Dieses Bild ist für mich fast ein bisschen ikonenhaft, muss ich gestehen. Sie sehen dort die Familie, den Vater, der ja fast feixend, sage ich mal, bei Tagestemperaturen von 56 Grad Celsius die Daumen hebt. So, als wenn die Situation vielleicht ein Rekord ist, ist sicherlich ein Rekord. Aber diese Situation ist brandgefährlich. Also bei 56 Grad würde diese Familie nicht lange überleben. Das heißt, Außentemperaturen ab einem gewissen Grad werden gefährlich, werden für die Menschen gefährlich, auf der einen Seite gesundheitliche Folgen. Ich bin aber überzeugt, dass wir viel früher auch schon gesellschaftliche und soziale Schwierigkeiten kriegen, wenn Temperaturen sich stärker verändern und auch das Klima als solches sich verändert. Natürlich gibt es immer das Argument, ist das schon Klimawandel oder ist das nicht nur Wetter? Was ich bemerkenswert finde, ist, das Bild habe ich am 12. Juli aus Spiegel Online übernommen. Am 13. Juli hatte ich einen Vortrag gehabt und am 14. auf dem 15. Juli hatten wir die Flut in Westdeutschland gehabt. Und was da zum Ausdruck kommt, ist, dass Phänomene, die bis jetzt wie hier irgendwo in der Desert Valley sehr weit weg scheinen, plötzlich zu uns näher kommen und auch uns betreffen in Gegenden, die völlig friedlich aussehen, wie das Ahrtal. Ich selber kenne es persönlich. Ich kenne aber auch sehr stark die aktuellen Bilder. Ein Freund von mir ist dort unterwegs. Aber wir haben nicht nur das erlebt. Wir haben in den letzten Wochen erlebt in Sizilien, in Süditalien Temperaturen, die jetzt sich nicht bei 56 Grad Celsius waren, sondern bei 48, 49 Grad. Auch das schon Temperaturen, in denen man eigentlich auch nicht mehr arbeiten und zum Teil auch nicht mehr leben kann. Und was ich an dem Bild halt so beeindruckend finde, ist, dass die Gefahr, die dahinter steht, vielleicht zum Teil noch gar nicht wahrgenommen wird. Es ist halt eben kein Joke, mit 56 Grad zu stehen, sondern ja, es ist ein Thema, mit dem man sich sehr ernsthaft beschäftigen muss. Und darauf möchte ich heute eingehen. Nun geht es mir aber heute nicht primär darum, die Folgen des Klimawandels als solches darzustellen, da bin ich auch sicherlich nicht Fachmann, sondern ich möchte darüber reflektieren, was das für uns am Bauwesen bedeutet. Ich werde herausstellen, und das ist mein Ziel bei dem Vortrag, Ihnen zu zeigen, dass das Bauwesen und die gesamte Immobilienwirtschaft einen großen Beitrag dazu leisten kann. Aber wir können auch zurückblicken, dass diese Themen nicht neu sind. Ich bin in der Vorbereitung für diesen Vortrag nochmal auf eine Broschüre der Bayerischen Ingenieurekammer gestoßen. Und es war sehr interessant, es war ein Wettbewerb, da ging es darum, eine Brücke nach ganzheitlichen Wertungskriterien zu bauen. Es ging damals ganz stark darüber, zu entscheiden, mit welchen Werkstoffen man und Baustoffen man diese Brücke errichtet, sodass sie möglichst einen geringen CO2-Footprint hat. Das war kein Wettbewerb, der direkt zum Bau geführt hat, das war ein Wettbewerb, der ausgerufen war von der Kammer als Ideenwettbewerb zusammen mit der Staatsregierung, um zu zeigen, was kann gehen. Und was bemerkenswert ist an diesem Wettbewerb, ist eigentlich nicht nur, dass wir den gemacht haben, sondern in der Broschüre taucht dieser junge Mann auf. Damals Umweltminister in Bayern, er hat noch einen weiteren Weg vor sich genommen und das war 2011. Das heißt, wir diskutieren über Themen und sogar auch über Lösungen, die gar nicht mal so neu sind, die uns auch in vielen Bereichen vielleicht schon lange begleiten.
aber wo wir vielleicht auch ähnlich wie die Familie, die wir eben im Bild sind, dass die Bedeutung uns selber nicht immer bewusst gewesen ist und auch die Auswirkungen und wir uns da heute mit auseinandersetzen müssen. Um Ihre Erwartungshaltung an diesen Vortrag jetzt nicht zu groß zu machen, wir können das Thema nicht und ich kann das Thema und will das Thema auch gar nicht umfassend machen. Ich möchte lieber einen Helikopterblick machen über verschiedene Themen, über das Thema Abfall, was mindestens so dazu gehört wie die CO2-Emissionen. Das sind Themen, die kann man einfach nicht trennen. Auch Ressourcen kann man nicht trennen, die gehören wieder zum Thema CO2-Abfall zu. Über die Strategien und aber auch über die Branche. Was bedeutet das für die Bau- und Medienbranche? Welche Entwicklungen kommen auf uns zu? Das sind zwei Zahlen, 38 und 58 Grad. 38% aller Treibhausgasemissionen sind dem Baubereich und Immobilienbereich zuzuordnen. Das ist eine Zahl, die werden Sie öfters hören, die schwankt ein bisschen, ob 35, 38, 40. Ist es zum Schluss auch nicht ganz das, was das Wesentliche ist, sondern es ist ein großer Beitrag, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und ein Stück weit vielleicht noch stärker die Zahl, die beeindruckt, 58% der Abfälle sind unserer Branche zuzuordnen. Und wenn man diese Zahlen liest, dann ja, ist man schon auch betroffen. Das heißt, in welcher Branche arbeite ich eigentlich? Wie sieht mein Leben aus? Welchen Impact hat das? Nun möchte ich aber später und ich werde auch in dem Vortrag auf diese Zahlen eingehen, sie ein bisschen auseinandernehmen, ohne sie zu relativieren, aber auch zu sehen, wo etwa Chancen liegen, an diesen Zahlen zu arbeiten und die zu verbessern. Es gibt aber auch andere Industrien, die unterwegs sind im Bereich der Emissionen. Wir sprechen sehr stark über die Mobilitätswende und die möchte ich gar nicht weiter ausführen, aber einen Kommentar möchte ich schon mitgeben. Ich sehe die Mobilitätswende im Prinzip technisch als gelöst. Wir sprechen zwar viel, dass wir noch technologische Entbindung machen müssten. Wir könnten heute relativ schnell uns in vielen Bereichen dann Beitrag zu leisten, dort CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Programme laufen sogar auf Bundesebene, auf Landesebene. Und zwar deswegen, warum ich das meine, ist, dass wir einen großen Teil unserer Wege tatsächlich in einem Radius von unter 5 Kilometer zurücklegen. Und die kann man definitiv anders legen als mit Fahrzeugen oder auch Geräten, die Emissionen freisetzen. Insofern behaupte ich, dass die technische Lösung der so weit ist. Ich kann aber auch sehr schnell fahren mit dem Zug mit 300 Stundenkilometer. Ich habe viele Möglichkeiten in der Mobilitätswende. Und die Mobilitätswende ist vielleicht nicht unbedingt ein technisches Problem, sondern die Mobilitätswende ist heute ein Problem, was in den Köpfen uns allen steckt, wie wir damit umgehen. Und es zeigt aber vielleicht viel schwieriger noch als ein technisches Problem, mit dem wir uns konfrontiert sind. Wie gehen wir damit weiter? Gegenüber der Mobilitätswende habe ich einfach mal die Wohnwende geschrieben und ich behaupte, dass die Möglichkeiten geringer sind. Das heißt, so wie wir vor 100 Jahren, so mag das Bild herkommen, gewohnt haben, werden wir im Prinzip auch in 100 Jahren wieder wohnen. Auch wenn die Wohnung moderner aussieht, wir anders empfinden. Aber letztendlich sind es geschlossene Räume, in denen wir uns aufhalten. Diese Räume müssen gewärmt, in Zukunft vielleicht auch gekühlt werden. Das heißt, wir können nicht aus diesen Räumen rausgehen. Wir können jetzt nicht eine andere Form des Wohnens finden, in dem wir uns aufhalten können. Und das betrifft jeden Menschen, zumindest das, wenn wir es ermöglichen wollen, auf dieser Erde so zu leben, wie es menschenwürdig auch vielleicht zugestanden ist. Das heißt, im Wohnen müssen wir uns noch stärker mit der Technik auseinandersetzen, weil das Wohnen selber nicht einem gesellschaftlichen Wandel in der Form in Bezug auf Abfall und CO2 unterwerfen wird. Das einführende Gedanken, der erste Schritt ist Abfall. Ich hatte Ihnen eben gezeigen können, dass die Baubereich für 58% des Abfalls steht. Bauabfall, denkt man natürlich gleich an Bauabbruch, hier eine Maßnahme eines Brückenabbruchs, Beton, der zerlegt wird mit Hämmern, der entsprechend zerkleinert wird. Was passiert mit dem Abfall? Wo kommt dieser Abfall her? Und wenn wir uns die angucken, wir haben in Deutschland etwa 470 Millionen Tonnen Abfall. Kleiner Hinweis, behalten Sie die Zahl mit 470 Millionen mal im Kopf. Wir werden hinter eine andere Zahl hören, die dann nochmal sehr erstaunlich ist. Ich werde da später nochmal darauf zurückkommen. Wenn wir heute davon sprechen und Abfall, denkt jeder an den Abfall, den er morgens aus dem Haus rausbringt oder nachmittags oder abends, an die Siedlungsabfälle. Das machen gerade mal 12% aller Abfälle aus. Übrige Abfälle, Produktion, Gewerbe, sind wir irgendwie auch bei 12% Sekundärabfälle, das ist aus Kläranlagen etc., 14%. 55, eben hatte ich 58%, also ein großer Bereich kommt aus Bau- und Abbruchfällen. Und manchmal, wenn man über Abfälle diskutiert, denkt man oftmals an dieses anders, an Sortieranlagen, an gelben Sack, ich glaube, alles wichtige Punkte.
aber über unsere 55% müssen wir uns auch Gedanken machen. Jetzt ist aber hier immer der Blick dazu, wie setzen sich die zusammen? Also die 55% in dieser Rechnung kommen auf 230 Millionen Tonnen Abfall. Davon sind 58%, also fast 60% Boden und Steine. Und das relativiert das sicherlich ein Stück weit, weil das Aushubmaterial ist, wie wir gleich sehen. Das heißt, vieles dessen, was wir als Abfall haben, ist dem Aushub zuzuordnen. Und dann ist natürlich die Frage passiert. Der zweite große Fraktion ist der Bauschutt. Das ist das, was man eingangs sehen konnte. Dann haben wir Baustellenabfälle, das heißt die Folie, die an der Baustelle abfällt, und den Straßenaufbruch. Auch das nochmal in einer anderen Darstellung gezeigt. Da sehen wir hier den großen Anteil der Böden. Holz, Glas verschwindet schon, Kunststoffe kaum noch darstellbar. Es geht tatsächlich darum, Böden und mineralische Bau- und Abbruchabfälle. Das sind die großen Abfallmengen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und die Frage, was passiert mit diesen Abfällen? Der Aushub ist natürlich auch meine Frage. Hier eine Baugrube aus München. Jeder, der München baut, weiß eigentlich, dass er fantastischen Baustoff aus einer Baugrube rausholt. Das sind Kiese, das sind Sande, die wir auch für andere Anwendungen haben können. Es stellt sich insofern die Frage des Recyclings. Und wenn man sich den Stoffkreislauf mal ansieht, dann haben wir auf der linken Seite die Bauabfälle stehen, Boden und Steine, einen sehr großen Anteil, dann der Bauschutt, der zweite Fraktion. Es gibt zum Teil Recyclingquoten. Boden und Steine ist der Recyclingquote etwa 10%, der Rest wird deponiert. Das heißt, er wird natürlich hingefahren in Baugruben bzw. in Gruben, in denen Bauprodukte abgebaut wurden, um sie wieder zu verfüllen. Er wird eingesetzt im Straßenbau als Unterbau. Das heißt, es ist sehr wohl, dass wir machen. Recycling fällt aber nicht darunter, solange ihn wir weiter deponieren. Aber es ist sicherlich zu fragen, ist es jetzt ein Abfall, der als solches ist? Die CO2-Emissionen sind sicherlich ein starkes Thema, aber von A nach B fahren. Im Bauschuttbereich haben wir tatsächlich eine sehr erfreuliche Recyclingquote von 77%. Das ist das, was mit unserem Beton passiert, wenn wir ihn zerkleinern. Das ist aber auch, was mit dem Stahl passiert, wenn wir ihn zurückzuführen. Der Straßenaufbruch ist an der Stelle tatsächlich nochmal ein Schritt positiver, weil er einfach ja, das Bitumen die Möglichkeit hat, aufgeschmolzen zu werden. Das heißt, wenn Sie schreddern, wenn wir das herausholen aus der Straße, selbst wenn wir Bitumenanhaftung haben, es kommt halt dann ins Mischwerk hinein, es wird aufgewärmt, das Bitumen kann wieder auch als Bindemittel funktionieren. Es kommen neue Bindemittel dazu, sodass der Straßenaufbruch eine sehr hohe Recyclingquote hat, in Summe aber halt drin ist. Die Baustellenabfälle selber haben eine sehr geringe Recyclingquote. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich ein Punkt, wenn wir Recycling stehen, steht der Bedarf an mineralischen Stoffen. Das ist der Gesamtbedarf an mineralischen Stoffen, den Sie auf der rechten Seite sehen, mit knapp 580 Millionen Tonnen. Eine Größenordnung, die sich seit vielen Jahren immer in diesem Bereich bewegt, hängt ein bisschen ab von der Konjunktur. 70% von dem mineralischen Bedarf gehört in den Bau und wird in den Bau hineingegeben. Das sind Natursteine im großen Bereich, das heißt, das sind die Steinbrüche. Kiese und Sande holen wir aus Sandgruben heraus, Kiesgruben, gerade im Münchner Raum. Die Natursteine werden verarbeitet, im Wesentlichen, indem sie gebrochen werden, in Beton eingesetzt wird. Ein ganz kleiner Anteil landet dann als Küchenarbeitsplatte, als Werksteine oder als Grabsteine. Recycelte Baustoffe sehen wir da drüber. Das ist das, was wir aus dem Recyclingprozess hineingeben. Und dann gibt es noch Nebenprodukte, die wir bei den mineralischen Stoffen auch entsprechend einsetzen. Es zeigt aber auch gewisse Grenzen auf. Das heißt, selbst wenn wir alles recyceln würden im Baubereich, würden wir jedes Jahr immer wieder noch neue Mineralien und Baustoffe hineinbringen in den Baustoffbereich. Das hat sicherlich was mit der Bautätigkeit zu tun und wie sich das Bauen entwickelt. Das heißt, auch mit einem Recycling werden wir nicht zu einem vollständigen Stoffkreislauf kommen. Das heißt, wir können zwar das, was wir abgeworfen haben, wieder einsetzen. Da ist sicher Handlungsbedarf, aber es ist nicht die Lösung als solches, das Thema zu umgehen. Was passiert mit den recycelten Stoffen? Das sind die 73 Millionen Tonnen, die wir vorne gesehen haben. Das meiste davon geht wiederum in den Straßenbau. Das heißt, wir haben an der Stelle natürlich jetzt kein Recyceln, indem wir Beton 1:1 wieder einsetzen. Das passiert etwa mit 15,8 Millionen Tonnen, die dort eingesetzt werden, wobei das meiste natürlich etwas einfacher im Bereich des Asphalt eingesetzt wird. Dort kommt der Beton, den wir zerschreddern, auf der Baustelle rein. Ihn können wir als Recyclingbeton einsetzen. Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass wir dort die Quote noch erhöhen. Es muss natürlich aber auch gesehen, dass wir nicht zu einer Verschiebung kommen. Das heißt, wenn wir noch
in der Recyclingquote des Betons etwas erhöhen, gegebenenfalls andere Materialien dann im Straßenbau wieder eingesetzt werden. Das heißt, der Aufruf zu recyceln alleine wird uns diese Stoffkreisläufe an der Stelle nicht befriedigend lösen. Es ist vielleicht eher nochmal eine Frage darüber, mit welchen Materialien wir arbeiten, wie wir in Zukunft konstruieren und bauen. Das glaube ich einfach mit dieser Aufzählung zeigen zu können. Das ist der Bereich des Abfalls, der für mich sehr stark auch damit zusammengehört, wie wir mit Ressourcen umgehen und welche Möglichkeiten es dort gibt. Der andere Bereich der CO2-Emission. Typisches Beispiel eines emittierenden Gebäudes im Winter. Sie brauchen viel Wärme, Sie haben Licht und Strom. Genau das sind die CO2-Emissionen, mit denen wir arbeiten und die die hervorbringen. Wie setzen sich CO2-Emissionen zusammen? Es sind übrigens 810 Millionen Tonnen. Ich hatte eben darauf hingewiesen, auf den Abfallbereich, wo wir etwa bei 400 Millionen Tonnen sind. Das heißt, wir emittieren mehr CO2 in die Atmosphäre, als Abfälle bei uns auch in Deutschland auf dem Boden bleiben. Das heißt, es wird auch nochmal für mich eigentlich diese Größenordnung der CO2-Emissionen klar. Ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen ist, dass 85% oder 84% aller Emissionen im CO2-Bereich sind energiebedingte Emissionen. 8% ist Industrie, 8% ist Landwirtschaft. Im Prinzip gibt es auch noch welche Bereiche jetzt aus dem Bereich der Deponierung und der Abfälle. Bedeutet aber auch eine sehr starke Handlungsoption. Das heißt, um CO2-neutral zu werden, ist der Energiebereich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Das ist zum einen der Strombereich, wenn wir es nochmal reingehen. Das heißt, wir haben 32% im Bereich der Energiewirtschaft. Bedeutet aber auch, wenn wir davon ausgehen, dass wir Strom erneuerbaren haben wollen, dann müssen wir darüber hinausgehen. Wir sprechen heute über 40% erneuerbarer Strom. Der bereicht sich gerade mal in diesem Bereich dessen, was wir in der Energiewirtschaft haben. Wir haben einen großen Bereich des Verkehrs mit 20%, die Industrie mit 23% und die Gebäude mit 15%. Das ist etwa die Größenordnung der Gebäude, die den Gebäuden übrigens direkt zugeordnet werden. Ich hatte eben die Zahl von 38%. Das hängt natürlich schon mal damit zusammen, dass es hier nur um Wärme geht. Da geht es nicht um den Strom, den die Gebäude verursachen. Das heißt, ein Kuchen der Energiewirtschaft des Stroms geht in die Gebäude hinein. Der andere Teil des Kuchens geht heute in die Industrie hinein. Im Verkehr geht noch ein relativ geringer Teil hinein. Wenn wir in Zukunft davon reden, Gebäude mit weniger Emissionen zu betreiben, bedeutet das im Prinzip nichts anderes, als dass wir die Wärmegewinnung, die bis jetzt sehr stark in dem Bereich der Verbrennung fossiler Rohstoffe war, in den Strom hineinzubringen. Das heißt, wir werden einfach gesagt Häuser mit Strom heizen. Sei es, dass wir Wärmepumpen betreiben oder vielleicht in irgendeinen Gegenden auch direkt mit Strom. Bedeutet aber, dass wir den Strombereich signifikant steigern müssen. Das Gleiche ist in dem Bereich der Industrie. In der Industrie entstehen CO2-Emissionen, gleich mal genauer hingehen, auf der einen Seite durch Prozesse. Das betrifft tatsächlich den Baubereich beim Stahl und Zement sehr stark. Aber auf der anderen Seite auch durch viel Wärme, die man in der Industrie braucht. Das heißt, in der Chemieindustrie, in vielen Industrien brauchen wir Wärme. Die wird heute durch fossile Brennstoffe, vielleicht auch Sekundärbrennstoffe erreicht. Wenn wir die durch Wärme umstellen müssen, müssen wir auch Energie hineinbringen. Das heißt, der Energiesektor muss steigen. Nicht nur müssen wir die Energie subventionieren, die CO2 herausnehmen, die wir momentan emittieren, sondern auch sehen, in welche andere Bereiche hineingehen. Auch der Verkehr hat eine entsprechende Relevanz. Der Blick jetzt mal auf die Industrie. Und da tauchen tatsächlich zwei Punkte auf. Auf der linken Seite sehen Sie die Eisen- und die Stahlindustrie. 30% der Emissionen der Industrie sind der Eisen- und Stahlindustrie zuzuordnen. Da ist der Baubereich ein guter Abnehmer und 17% im Zementklinker. Und da ist der Baubereich im Prinzip der einzige Abnehmer. Das heißt, Sie sehen in dem Bild eigentlich schon sehr schön, welche Bedeutung auch bei den Emissionen der Industrie der Baubereich hat. Und an dem wir Veränderungen herbeiführen müssen und die einfach auch technologische Herausforderungen stellen. Es sind andere Bereiche, auf die wir jetzt nicht eingehen müssen, die etwas geringer oder die geringeren Anteile der Raffinerie noch groß. Aber wenn wir für uns beschäftigen sollten und das heute hin ist, dann ist es die Frage der Eisen- und der Stahlindustrie und des Zementklinkers, mit dem wir uns beschäftigen. Jetzt nochmal in den Bereich des Hochbaus hinein, die Emissionen. Das ist eine etwas ältere Darstellung, insofern werden sich auch in Zukunft gegebenenfalls die Werte verschieben. Demnach entstehen 75% der CO2-Emissionen durch Nutzung und Betrieb, Wärme und Strom, und die anderen 25% durch das Bauen selber. Und das
Dann möchte ich auch nochmal gleich zeigen, die Nutzung, Betrieb, die Wärmegewinnung ist sehr stark auch im öffentlichen Fokus. Das Bauen selber, wenn man sich auch mit Politikern unterhält, wenn man sich mit Fachleuten unterhält, selbst der Schellenhuber hat in einem FAZ-Artikel gesagt, es hat weißen Elefant bezeichnet, dass das Bauen selber mit seinen Emissionen zurzeit recht kurz kommt. Und wenn man sich die Programme anguckt, auch der Bundesregierung im Klimaschutz, dann ist das Bauen noch sehr rudimentär behandelt. Der Bereich der Nutzung des Betriebes ist eigentlich schon ein Stück weit im Fokus. Das sind die Ziele, wobei diese Ziele, wenn ich gleich darauf einkomme, nicht. Wir kommen von 1990 von 200 Millionen Tonnen in dem Bereich der Gebäude. Das ist jetzt nur Wärme wieder. Wollen auf 72 nach dem Klimaschutzgesetz von 2021 aus diesem Jahr. Später werde ich zeigen, dass es sogar noch geringer ist und welche Bedeutung das hat. Wie erreicht man das? Eigentlich durch zwei Themen. Gebäudesanierung bedeutet Dämmung von Gebäude und die Erneuerung der Heizanlagen. Das spricht einfach die Öl- und Gasheizanlage raus und mit Geothermie und mit anderen Heizen wieder hinein. Diese Wege stehen vor uns und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, gerade im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung mit diesen Themen umzugehen. Dann möchte ich mir aber das Bauen hineingehen. Das heißt, diese 25%, die auf der linken Seite steht. Und wenn wir fast Bauen sprechen, hat man natürlich sehr schnell diese Baustoffe vor Augen. Und ich habe in die Statistik mal hineingesehen und geguckt, was sind die Hauptbaustoffe. Das heißt, die Baustoffe, wenn Sie Gebäude machen, geben Sie Hauptbaustoffe an und diese werden vom Statistischen Bundesamt ausgemacht. Auf der linken Seite sind die Nicht-Wohnungsgebäude aus dem Jahr 2019 raus, die Zahlen etwa 24.000 Gebäude, die dort erstellt worden sind, worauf sich das bezieht. Und der Hauptbaustoff, den wir dort sehen, ist Stahl. Das kennen wir davon. Große Industriehallen werden oftmals Stahl eingesetzt. Stahlbeton ist der nächste große Player, gerade in den Industriehallen. Dann kommen Ziegel, Kalksteine. Das sind eher vielleicht schon mal Gebäude, Verwaltungsgebäude im Rahmen der Industrie. Aber auch interessant, die 18%, die oben an der zweiten Stelle stehen, ist auch Holzbau, auch im Nichtwohngebäude, der dort hat. Bei den Wohngebäuden auf der rechten Seite, die anzahlmäßig den größeren Anteil darstellen, sieht es so aus, dass wir einen sehr hohen Anteil, und zwar 30% in Ziegel haben, auch in Kalksandstein. Es gibt einige Gebäudesituationen, die mit Kalksandstein sogar marktführend sind, gerade im Geschosswohnungsbau. Der Stahlbeton hat als Hauptbaustoffe, das ist jetzt natürlich immer so, dass Decken und Kellern, und da möchte ich gerne mal drauf gehen, auch dort noch eine Bedeutung haben, eine geringere Bedeutung im Wohnungsbau. Der Holzbau selber liegt zurzeit etwa bei 18%, wenn man entsprechend halt steigern will. Aber auch da ist, glaube ich, darauf zu achten, dass insbesondere der Kalksandstein, wir hatten heute auch nochmal Gespräch mit der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, darauf hinzuweisen, dass der Kalksandstein auch eine sehr positive CO2-Bilanz hat. Und auch da ist es, glaube ich, in Zukunft sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, mit welchen Baustoffen wir einfach dieses Thema angehen. Und es ist auch wichtig, sich nicht zu fokussieren auf einen Baustoff, sondern dass man auch sehr objektspezifisch einfach analysiert, welche Baustoffe uns den wesentlichsten Beitrag bieten können, um eine CO2-Reduzierung und CO2-reduziertes Bauen zu erreichen. Das nochmal auf den umbauten Raum zurückgebracht, ist es halt so, dass der in Kubikmeter, wir sehen jetzt auf der Stelle, dass die Nichtwohngebäude einen viel größeren umbauten Raum haben. Deswegen bei geringer Anzahl von Gebäuden eine höhere Seite, weil wir kommen auf eine Zahl von etwa 180 Millionen Kubikmetern. Auf der anderen Seite die Wohngebäude, die bei 140 Millionen Kubikmeter stehen. Auch dort nochmal ganz klar, dass der Stahlbeton und der Stahl links, wie man sieht, in den großen Balken eine größere Bedeutung hat. Dort ist der Holzbau meistenmäßig leider. Auf der rechten Seite sieht man schon, dass es in etwa wiederfindet. Stahlbeton ist in den Volumenbetrachtungen etwas größer. Aber ich möchte hier mitgeben, dass wir eben nicht nur über Holz und Beton diskutieren, sondern genauso gut auch Kalksandstein und Ziegel oder Porenbeton zumindest heute haben, auch natürlich zukünftig über sonstige Baustoffe, Lehmbaustoffe etc. auch diskutieren können. Sehr stark in der Diskussion über die CO2-Emissionen und auch natürlich nicht unberechtigt tritt der Beton auf. Hier im Betonquerschnitt zusammengesetzt aus Beton und Stahl, brauche ich an dieser Stelle nicht weitermachen. Beton selber ist eigentlich ein recht natürlicher Baustoff. Der Beton hat den Vorteil, dass er sehr regional gewonnen wird. Die Beton wird im Wesentlichen in Deutschland produziert, der in Deutschland auch verbraucht wird.
Deutschland exportiert einen geringen Anteil des Betons oder auch des Zementes, dies gemacht wird. Zement wird je nach Region auch in örtlichen Zementwerken hergestellt. Der Mergel wird abgebaut, er wird entsprechend gebrannt. Das Wasser kommt vor und die Kies und Sande, gerade in München, liegen vor der Haustür. Das heißt, aus der Regionalität heraus und den Transportwegen betrachtet, hat Beton durchaus auch Vorteile. Und bis vor ein paar Jahren war der Beton auch ohne Chemie. Die Chemie hat sich, wie wir alle wissen, heute sehr stark auch im Beton etabliert. Insofern kommen auch vielleicht ein Stück weit noch andere Stoffe hinein. Aber, und da möchte ich schon um Platz geben, er kommt halt durch seine Regionalität und sein Naturvorkommen sehr gut daher. Das heißt, und wofür setzen wir den Beton ein? Ungefähr ein Drittel im Tiefbau. Tiefbau sind Brückentunnel. Ein Drittel im Wohnungsbau und ein Wohn- und Nichtwohnungsbau. Und sagen wir eben gesehen, dass der Wohnungsbau ja in den Hauptbaustoffen das nicht wiedergespiegelt hat. Hier haben wir natürlich die Situation, dass auch in Gebäuden aus Holz, Tiefgaragen zum Beispiel, aus Stahlbeton sind, Decken sind aus Stahlbeton. Auch Gebäude, die mit Ziegeln hergestellt werden, sind Decken aus Stahlbeton. Das heißt, auch wenn der Hauptbaustoff, und das ist sicherlich etwas, was man an der anderen Darstellung nochmal hinterfragen kann, das nicht immer zeigt, wie das Material gestellt wird, gibt es in vielen Gebäuden auch Betonbauteile, die aus verschiedensten Gründen auch eingesetzt werden. Auch weil Beton natürlich eine große Masse darstellt, insbesondere auf den Kühlschutz sozusagen und um ein Drittel in Nichtwohnungsbau. Die Zementherstellung ist zu betrachten. Und in der Zementherstellung haben wir eigentlich zwei Prozesse, die einer genau dazu ist. Das eine ist es so, also auf links sehen wir den Steinbruch, dort wird der Mergel abgebaut, der wird gebrochen, er wird gereinigt, in der Rohmühle zugeführt. Und dann, was rechts umringert ist, wird der Klinker hergestellt. Der Klinker wird hergestellt bei 1450 Grad Celsius, wird ein Brand durchgeführt. Dadurch wird eine Reduktion freigesetzt und dann kommt nochmal die Zementmühle. Die Zementmühle ist ein eher energetischer Einsatz, weil man Antriebsstoffe braucht, um die Mühle zu betreiben. Und dann wird das Ganze entsprechend verladen und ausgeliefert. Und jetzt kommen wir eigentlich an den Kernpunkt dessen, wenn wir über Zement sprechen und das rohstoffbedingt ist. Wir haben etwa zwei Drittel der Zementemissionen beim Beton, beim Brennen oder beim Herstellen des Klinkers, dadurch, dass prozessbedingt Kohlendioxid freigesetzt wird. Das heißt, wir haben den Kalkstein. Durch das Brennen entsteht Brandkalk, Kohlendioxid wird freigesetzt und entweicht der Luft. Und das ist dem Kalkstein entwandelt. Das heißt, wir können hier auch nicht durch einen Wechsel der Brennstoffe, auch nicht durch Wasserstoff, den wir durchzuführen, auch nicht durch einen anderen Werkstoff an sich, diesen Prozess verändern, dass die Kohlendioxide dort freigesetzt werden. Das heißt, dem Brennen des Kalkes und der Überführung des Kalksteins in Klinker obliegt einfach die Freisetzung dieses Kohlendioxids. Ein Drittel ist energiebedingt durch das Aufheizen auf 1450 Grad. In der Energiebedingtheit ist natürlich durch Prozessoptimierung, Abwärme, auch Verbrennen gegebenenfalls von Werkstoffen, die nicht von Gas und von Öl, sondern von Abschlämmen, zum Beispiel aus Klärwerken, schon die Möglichkeit, auch einen Stoffkreislauf herbeizuführen. Der linke Bereich ist aber ein bisschen unberührt und die Frage ist, wie geht man damit um? Der Klinker ist jetzt nicht der einzige Bereich oder der Zement, mit dem wir ein Bindemittel herbeiführen können. Der Zement ist ja der Zementleim, den wir zwischen den Gesteinskörnungen haben. Und die Frage ist, können wir den künstlichen Stein, den Beton, nicht auch mit anderen Mitteln herstellen? Es gibt sogar Mittel, in denen wir halt Kunststoffe einsetzen mit Epoxid, aber das ist natürlich jetzt hier keine Lösung. Aktuell sieht es so aus, dass wir die Rohstoffe haben für Beton, etwa 77% des Kalksteins ist, 14% sind Hüttensande, 1% Flugaschen. Flugasche ist zum Teil auch später dazugesetzt im Beton. Flugasche entsteht aber halt bei der Verbrennung oder beziehungsweise bei der Stromgewinnung in der Verbrennung von Steinkohle. Bedeutet aber auch, wenn die uns wegfällt, dass nicht ganz Riesenmassen wegfallen und 1% sind Ton auch, das ist ein Thema. Ein Weg, den man gehen kann, ist, weil im Wesentlichen die Emissionen hängen mit dem Portlandzement zusammen, das heißt mit dem Zement, der aus dem Kalkstein gebrannt wird, einfach diesen Zementanteil zu reduzieren. Und diesen Weg geht man durchaus schon lange. Früher heißt das, heute heißt es CEM2, CEM3, je nachdem, welchem Anteil ich drin habe. Früher hieß das HOZ, Hochofenzement. Man weiß auch, zum Beispiel im Stahl, kommen wir gleich später nochmal zu, wird auch Kalkstein eingesetzt. Dort wird im Prinzip damit auch ein bindendes Mittel macht. Diese Hochofenstärke kann ich einsetzen und dem Beton auch zufügen, habe ein Bindemittel
Und das ist eben nicht die Klinkerherstellung. An der Stelle habe ich den Mahlprozess, der hinterher ist, aber ich habe nicht mehr den Prozess der Reduktion des Sauerstoffs, das ich da rausnehme, das CO2 halt hinausnimmt. Und das ist eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu bringen. Heute ist der CEM ein Teil, das heißt, der mit dem hohen Klinkeranteil liegt etwa bei knapp 30%. Die CEM 2, die einen entsprechenden Anteil schon von Hochofenzemente haben, liegt bei knapp 50%. Und CEM 3, wo die Marge noch etwas größer ist, nochmal die 22,6%. Das ist eine Entwicklung, die, wenn man das mal vergleicht, zwischen 2005 und 2019 schon sehr intensiv gegangen ist. Der CEM 1-Anteil ist reduziert worden. CEM 2-Anteile und CEM 3-Anteile sind angestiegen. Das heißt, es ist durchaus ein Weg, auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren, indem ich halt andere Betone hineinnehme. Bloß wenn ich gucke, was ist in diesen Jahren passiert, 2005 bis 2019, ist es so, dass in Summe, wir haben immer sprechen von den 20 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß, sich eigentlich über die letzten 15 Jahre nicht viel verändert hat. Und auch der Ausstoß pro Tonne Zement oder hat sich auch nicht verändert. Das heißt, im Zementbereich selber passiert nichts. Wir können natürlich durch die Substitution was machen, bedeutet aber gewisse Grenzen und auch durch die Verschiebung im Zementbereich sind wir noch nicht unbedingt auf dem guten Weg. Das ist auch ein bisschen natürlich in Zukunft die Frage, wie geht man mit um? Wie gehen wir mit diesen Baustoffen um? Was können wir wirklich bei diesen Baustoffen erreichen? Im Klinkerbereich selber wird es vielleicht nicht gehen, sondern müssen auch stärker sehen, wie wir substituieren können. Dann gibt es Veröffentlichungen, die sagen, es ist alles gar kein Problem mit dem Zementklinker, weil gerade gezeigt, bei der Herstellung des Zements wird CO2 ausgebunden und später gibt es wieder eine Emission, das heißt, der CO2 wird wieder gebunden. Das ist die Karbonatisierung. Hier muss ich schmunzeln, wenn ich das sehe, weil eigentlich ist es das, was wir Betonbauer vermeiden wollen, dass wir karbonatisieren, weil durch die Karbonatisierung geht uns der basische Schutz verloren, das heißt, die Bewährung, die geschützt ist, vor Chloridangriffen und das jetzt als Heilung des Betons anzunehmen. Es gibt Zahlen, bei denen zwar gegeben und veröffentlicht, die davon sprechen, dass wir den größten Teil wieder aufnehmen. Ich bin eher skeptisch. Bei Bauwerksprüfungen kennen wir sehr wohl, dass die Karbonatisierung eigentlich nur wenige Zentimeter in die Betonoberfläche hineingeht und bei sehr großen Bauteilen, wenn wir keine Durchkarbonatisierung haben und ich glaube auch nicht, dass wir die Menge, die freigesetzt wird, in dieser Form auch wieder auffangen können. Es ist sicherlich ein gewisser Teil, aber es ist nicht die Rettung des Betons selber. Vor dem Problem steht natürlich auch die Zementindustrie und fragt, wie sie damit umgehen kann. Wenn man links die sehen, wir haben die Emissionen rund 20 Millionen Tonnen, zwei Drittel prozessbedingt, ein Drittel energiebedingt. Und das wäre der Pfad, der dort aufgezeigt wird, bei dem Verband der Zementindustrie auf 2015 auf null runterzukommen. Und ich möchte eigentlich zwei Punkte fokussieren. Das eine ist, dass man selber davon ausgeht, dass etwa 1 Million Tonnen durch die Reduzierung der Baunachfrage geschieht. Die Reduzierung der Baunachfrage ist begründet in einer Reduzierung einer demografischen Wandel. Ich glaube aber, dass wir gerade aus der konstruktiven Seite uns nochmal stärker darüber Gedanken müssen, wo wir Beton einsetzen, welche Werkstoffe oder welche Bauwerke wir mit Beton errichten müssen und wo es vielleicht gewisse Substitution ist, dass es dort auch noch eine Veränderung in Bezug auf die Nachfrage gibt. Aber die anderen Schritte, die wir sehen, der Beton selber ist die Zusammenmischung, beim Zement selber auch, aber es sind eigentlich nicht die großen Schritte. Der größte Schritt, der angedacht wird, liegt eigentlich in Carbon Capture, Use and Storage, das heißt, den CO2-Ausstoß direkt aufzufangen, um mit diesem CO2 unmittelbar andere Produkte herzustellen. Zum Beispiel, es gibt ein Projekt in der Schweiz, da nimmt man den CO2 jetzt aber nicht aus dem Bereich eines Zementwerkes, aber vergleichbar, um in einem Gewächshaus die Tomaten zu züchten. Man kann es der Herstellung von Nahrung und Futtermitteln geben. Es gibt sogar schon irgendwo einen Whisky, der aus dem CO2 gemacht wird. Für Chemikalien und Treibstoffe, die Diskussion haben wir einen sehr starken Unfall, das heißt Ecofuels beziehungsweise hinzugehen und ob wir nicht künstliche Treibstoffe erzeugen können, um damit weiter die Autos zu betreiben, Kunststoff oder auch in Baustoffen. Ist sicherlich eine sehr elegante Idee und es wird auch ein Stück weit notwendig sein, uns mit diesen Technologien zu beschäftigen. Diese Technologien, und das verschweigt leider so ein bisschen die Grafik, haben aber den Nachteil, dass sie einen hohen Energieaufwand mit sich bringen. Das heißt, sowohl die CO2 aus der Atmosphäre bzw. zu entnehmen, das kann hier etwas positiver sein, weil es hier direkt entnehmen kann. Man braucht Rückwärme, um dann wieder die Filter entsprechend zu reinigen, um die weiteren Prozesse halt hineinzunehmen. Das heißt, um diesen Weg zu gehen, bedarf es mehr an Energie. Und wir sind gerade auf dem Energieweg und
wie weit wir dort gegeben sind und ob unser Stand erreicht ist. Es sind momentan, gucken wir immer auf die Energie, die wir substituieren, indem wir vorhandenen Energiebedarf reduzieren. Wenn wir auf andere Technologien werden, werden wir auch an mehr an Energie und auch an Strom brauchen, und zwar auch an regenerativ erstellten Strom, weil sonst hat das Ganze, das ist witzlos oder kontraproduktiv, wenn ich konventionellen Strom hineingebe, habe ich mehr CO2-Ausstoß, als ich zum Schluss gewinnen kann. Und da bedarf es natürlich weitere Anstrengungen im Bereich der Energiewende. Es gibt andere Möglichkeiten, Kalzinierung von Tonen, zu sagen, okay, kann ich mit Tonen zum Beispiel hingehen und das als Bindemittel für diesen Naturstoff machen. Tone werden heute schon eingesetzt, auch das ist ein Weg. Die Zementindustrie ist dabei, Wege zu gehen, aber es zeigt sich für mich an diesem Weg, dass es ein sehr schwieriger Weg ist, das zu gehen und man sich damit stark auseinandersetzen muss, welches zielführend ist. Nochmal hier zurück, die Strategien selber sind also im Klinker, thermische Effizienz, Carbon Capture habe ich gesagt, Zement selber ist Reduzierung des Klinkeranteils, der Weg ist aber zum Teil auch schon gegangen worden, dann Betonreduzierung, Zement, Leim, sicherlich ein Punkt, den man stärker diskutieren kann. Wenn ich meinen Berufsweg vorziehe, sind wir in immer stärkere oder immer größere Betonfestigkeitsklassen gegangen. Wir setzen inzwischen aufgrund der Konstruktionsweisen, habe ich gestern noch wieder gehabt, einen C50, 60 selbst in einer Betondecke ein für normalen Hochbau, weil Ansprüche da sind auf entsprechende Spannweiten, weil man diese Kräfte haben will. Das heißt, wenn wir den Zementleim reduzieren wollen, kann man hingucken, aber man muss natürlich auch dran denken, in der Konstruktion selber, ja, welche beanspruche ich zu, welche Querschnitte nehme ich und welche Optimierung. Das kann man nicht aus dem Handgelenk machen, da werden wir uns stärker mit beschäftigen müssen und das auch einfach als Bemessungskriterium haben. Alternative Bindemittel, gerade schon dargestellt, vielleicht Tone, aber auch aus dem Bereich vielleicht CO2, den man gewonnen hat. Aber das ist ja eher ein Grundlagenbereich. Und wenn man die Ziele sieht, die wir bis 2030 verfolgen wollen, stellt sich natürlich die Frage, werden wir schaffen, mit diesen alternativen Bindemitteln bis dahin marktfähige Produkte zu haben? Es reicht nicht nur, eine Grundlagenforschung zu haben, sondern wir müssen auch marktfähige und eingeführte Produkte haben. Als Tragwerksplaner für mich natürlich auch sehr interessant und wichtig, Optimierung der Bauteile. Viel hilft, viel ist sicherlich die Frage, nochmal zu hinterfragen, ist das der Punkt oder müssen wir nicht die Bauteile optimieren oder auch Bauteile und ganze Bauweisen, um zu sagen, dass wir diese wertvollen Stoffe, die wir haben, auch so optimal einsetzen, dass wir das Beste erreichen können und nicht damit asen. Ich hatte eben schon mal über den Recyclingbeton gesprochen. Der Recyclingbeton ist eine Möglichkeit, Gesteinskörnung zu ersetzen. Das heißt, es betrifft, wie eben dargestellt, den Ressourcen für die Gesteine, die ich einsetze. Recyclingbeton wird uns aber, so wie wir ihn heute kennen, nichts im Bereich der CO2-Reduzierung geben. Das heißt, auch da nochmal den Hinweis zu geben, Recyclingbeton hilft nicht für die CO2-Emissionierung, es hilft für die Ressourcen, es hilft für die Gesteinskörnung. Es kann sogar sein, und es gibt Hinweise, je nachdem, wie ich die Betonmischung mache, dass vom Recyclingbeton tendenziell sogar ein bisschen mehr CO2 freigesetzt wird, weil ich mehr Zementleim halt brauche. Das auch nochmal zu bedenken, wenn es darum geht, den Recyclingbeton zu nehmen. Ich finde ihn sinnvoll und sollte ihn auch einsetzen. Es ist sicherlich, jeder Beton, den wir abbrechen, sollte wieder neu verwendet werden, aber muss gucken, was ich damit erreichen kann. Der Recyclingbeton selber übrigens Prinzip genormt seit 2004. Wenn ich dann höre, wo es noch Schränken gibt, ihn einzusetzen, ist es mir nicht klar. Aber wir haben auch vielleicht mal die falsche Strategie, dass wir dann den 1045, also den Beton, so wie wir ihn haben, in der Qualität überall sehen können. Und wenn man dann oftmals sieht, welche untergeordneten Bauteile wir haben, könnten wir viel auch Recyclingmaterial einsetzen, ohne dass es ist. Es gibt für mich keinen Grund, eine Sauberkeitsschicht mit fantastischem Rohmaterial zu führen und dort zum Beispiel Recyclingbeton einzusetzen oder wo Massenbeton ist. Also auch da stärker darüber nachzudenken und nicht immer so hinzugehen, entweder machen wir A oder B, sondern sehen, wo dazwischen die besten Lösungen sind. Viel über den Beton geredet, jetzt möchte ich über den Stahl reden, auch der zweite wichtigste Baustoff, den wir haben. Möchte ich eigentlich diese Folie jetzt mal hin und auf den Stahlprozess. Hin und wieder haben wir jetzt im Fernsehen schon gesehen, dass wir jetzt Stahl demnächst aus Wasserstoff herstellen. Meines Erachtens kann man aus Wasserstoff nur Wasser herstellen und kein Stahl. Was ist damit gemeint? Wir haben, wenn wir in der Zeichnung sehen, den oberen Bereich der traditionellen Stahlherstellung. Das heißt, wir haben oben sehen wir die Zeile Kohle. Darunter bringen wir Stücke Erz und Eisenerz und Pellets. Die importieren wir übrigens in Deutschland zu 100%. Wir haben weder die Kohle noch das Eisenerz Stückerz. Kohle halt dann nochmal in Bezug auf Koks. Da kommen wir in den Hochofen hinein. So findet eine Reduktion letztendlich statt.
Das heißt, wir ziehen den Sauerstoff aus dem Eisenerz heraus, damit haben wir das Roheisen. Das Roheisen kommt in den Konverter hinein. Wir geben ein bisschen Sauerstoff dazu hin und ein bisschen Schrott und damit kommen wir auf den Rohstoff. In Deutschland ist etwa der Anteil dieser Produktion, die sehr stark CO2-emittierend ist, bei 70%. Deutschland produziert im Prinzip genauso viel Stahl, wie es gebraucht wird, wobei ein gewisser Exportanteil dabei ist, auch ein Importanteil. Die Stähle, die wir im Baubereich haben, und die Erfahrung hat durchaus der eine oder andere Bauherr gemacht, kommen in Deutschland dann zum Teil aus China. Das heißt, wir importieren chinesischen Stahl, wir exportieren hochwertigen Stahl, zum Beispiel im Bereich des Maschinenbaus. Deswegen können wir nicht davon sagen, wir produzieren alles heimisch, sondern es gibt dort Verschiebung. In der Summe ist aber so, dass der Stahlbedarf selber, wenn man ihn balancieren würde, bei uns ist. Unten auf der rechten Seite, wenn man hier hinschaut, sehen wir den Elektrolichtbogenofen. Das heißt, 30% unseres Stahlanteils erhalten wir heute schon durch Schrott. Das heißt, der Schrott, der gesammelt wird, und es wird ein sehr hoher Anteil vom Stahl tatsächlich dem Recycling wieder zugeführt, wird wieder eingeschmolzen in einer Lichtrinne, der Elektrolichtbogen. Das heißt, mit großen Spannungen wird eine große Hitze erzeugt. Und auch das ist der Rohstahl, mit dem wir wieder arbeiten können. Ein wichtiger Punkt, warum es nicht mehr als 30% sind. Es ist zum Teil natürlich auch nicht mehr Rohstahl und nicht mehr Schrott vorhanden. Es würde uns auch jetzt nicht helfen, versuchen, diesen Anteil zu steigern, wenn wir den Schrott gar nicht hier in Deutschland haben. Wir exportieren zwar ein bisschen Schrott, aber es ist auch unendlich. Und unten links sehen Sie jetzt das, was mit dem Wasserstoff gemeint ist. Wasserstoff, hergestellt aus erneuerbaren Energien, wird einer Direktreduktionsanlage durchgeführt. Das heißt, dort wird eben nicht mit einem hohen Aufschmelzen, sondern man setzt den Sauerstoff zu, der entzieht dem Eisenerz im Prinzip den Sauerstoff und dieser Sauerstoff und dieses Brenner freigesetzt werden. Und da haben wir natürlich in diesem Prozessschritt dann keine CO2-Emissionen. Im oberen Prozess, im Hochofen, entweicht CO2, unten entweicht Wasser. Mehr oder weniger. Das heißt, dort haben wir eigentlich einen sehr sauberen Prozess. Die führen wir dann in Elektrolichtbogen zu und auch dann haben wir den Rohstahl wieder. Der untere Bereich ist zurzeit in der technischen Forderung. Es gibt in Deutschland Stahlwerke, die sich mit beschäftigen. Es gibt in Völklingen ein Stahlwerk, wo das ist technisch möglich. Sicherlich noch nicht industriereife. Die Kosten sind aber zurzeit hoch. Das bedingt natürlich zum einen für die Energie, die eingesetzt werden muss. Aber auch da bedeutet es natürlich, dass wir genug Sauerstoff und Wasser bzw. genug Wasserstoff haben müssen. Das heißt, genug Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Andernfalls wird man diesen Wasserstoff auch nach Deutschland importieren, um diese Prozesse zu gehen. Aber ein wichtiger Punkt, aber auch die Auseinandersetzung, wo stehen wir damit? Auch hier wieder ganz wichtig, wir müssen in der Energieproduktion vorangehen, sonst kommen wir den Schritt. Was machen wir mit Stahl? Wieso ist der Baubereich wieder so wichtig? 35% des Stahlbedarfs in Deutschland, also nicht des gebauten Stahls, der ist durch die Import- und Exportsituation, geht in den Baubereich, 26% im Automobilbereich. Das heißt, wenn wir von den Emissionen sprechen, die durch den Stahl freigesetzt werden, dann betrifft das natürlich auch wieder einen großen Anteil des Baubereichs. Die Emissionen im Stahlbereich liegen etwa bei 40 Millionen Tonnen. 20 Millionen Tonnen hat man Zement, 40 Millionen Tonnen sind dem Stahl zugeordnet und dann sind 35% wieder von den 40 Millionen im Baubereich. Das heißt, wir haben 12 Millionen Tonnen CO2-Emissionen für den Baubereich aus dem Stahl. Ich habe einen Weg aufgezeichnet, wie man im Prinzip den weitergehen kann durch den Einsatz von Wasserstoff. Und dem muss man natürlich auch vorangehen, zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Stahl natürlich, und kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auch wunderbar geeignet, vielleicht nicht jedes Mal wieder geschrottet zu werden und wieder einzunehmen, sondern man kann natürlich auch Stahlhallen und auch Stahlgebäude so bauen, dass ich sie wieder demontiert habe und gar nicht erst wieder in den Prozess zurückbringe, sondern weiter halt verwende. Ich glaube, das ist ganz wichtig, in Zukunft sich über solche Geschäftsmodelle auch Gedanken zu machen. Auf dem traditionellen Weg gab es in den letzten Jahren 20% Reduzierung der Stahlherstellung. Aber da sind die technischen Grenzen eigentlich erreicht. Die Recyclingquote im Baustahl beträgt 97%. Also da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Der Holzbau ist vielen ein Königsweg. Natürlich, der Holz hat den Vorteil, es ist eine Senke. Es ist wunderbar. Ich selber bin Schreiner und insofern auch dem Holz sehr stark verbunden. Holz, der Wald nimmt CO2 auf und wenn wir ihn dann verbauen, dann haben wir es tatsächlich erstmal weggepackt, solange wie wir das Gebäude nutzen. Und das ist eine sehr elegante Methode. Das heißt, ich lasse Bäume wachsen,
CO2 lagert sich ein, ich verbaue es, es wachsen neue Bäume, neues CO2 lagert sich ein. Und so kann ich natürlich einen Prozess aufstellen, mit dem ich viel CO2 einlagern kann. Im Bereich des Holzes ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit, und da fällt immer wieder der Name von Hans Karl von Karlowitz, der die Nachhaltigkeit im Holzbau eingeführt hat. Aus unserer heutigen Sicht wird er, glaube ich, mal ein bisschen missverstanden, weil seine Nachhaltigkeit sieht so aus wie auf diesem Bild. Nachhaltigkeit bedeutet nicht gleich Biodiversität in den Wäldern selber. Wir haben, wenn man heute durch Deutschland fährt, in Bayern ist das noch nicht ganz so beobachten, vielleicht im Bayerischen Wald, wenn Sie im Bereich der Mittelgebirge sehen, viele geschädigte Wälder, die auf dieser Weise entstanden sind. Wir werden neue Hölzer brauchen und wir müssen auch sehen, dass wir Wälder generieren und Wälder anpflanzen, die widerstandsfähig sind. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über das Thema Holz sprechen, welches Holz ist. Auch dafür zu sehen, nehmen wir heimisches Holz, dann sind die Transportwege überschaubar, oder fangen wir an, beim hohen Bedarf Holz zu importieren. Die Diskussion, die wir momentan mit dem Holzpreis haben, sind, glaube ich, eher temporärerweise, das wird sich wieder lichten, das ist nicht genau das Entscheidende. Aber es ist ein anderes Element, wo ich im Holzbau ein bisschen darauf hinweisen möchte. Wir haben einfach mal ein Holzgebäude ausgewertet. Und dieses Holzgebäude selber ist, unten haben wir eine Tiefgarage oder beziehungsweise einen Keller, wir haben eben keine Tiefgarage. Und da haben wir 940 Kubikmeter entsprechend Beton oder beziehungsweise das, was primär aus Beton gebaut ist. Und oben im Holzbau haben wir 6400 Kubikmeter. Da ist ein relativ gutes Verhältnis. Auch wenn Sie die Massen sehen, wir haben im gesamten oberen Bau 16 Kubikmeter Beton. Das sind noch Bauteile, gegebenenfalls Treppenläufe selber. Unten im Keller sind 363 Kubikmeter Beton und 34 Tonnen Stahl. Also sicherlich ein Gebäude, was sehr optimal ist. Es gibt aber auch Holzgebäude, die entsprechend ein Stück weit gefeiert werden, wo wir das Verhältnis haben, dass wir etwa 10.000 Kubikmeter unten Tiefgarage gebaut haben mit entsprechend 3.400 Kubikmeter Beton und 422.000 Bewehrungsstahl. Darüber die Hybridbauweise hat 24.000 Kubikmeter, sicherlich einen großen Anteil. Aber auch da ist aufzuzeigen, wir werden, oder auch der Holzbau, so wie wir ihn heute kennen, ist kein reiner Holzbau. Es gibt genug Bauteile wie den Keller, wie die Treppen, aber auch ebenfalls Decken, die weiter mit Beton verarbeitet werden. Das heißt, wir werden uns damit auseinandersetzen, dass Beton selbst im Holzbau ein wichtiger Baustoff ist und wir ihn nicht ersetzen können, wenn wir uns vielleicht nicht noch grundlegende Gedanken darüber machen, wie andere Baumaterialien aussehen. Soweit der Exkurs über das Thema Materialien. Es fehlt Ziegel und Kalksandstein, den hätte ich gerne noch mitgenommen. Ziegel selber wird gebrannt auf relativ hohen Temperaturen. Dadurch ist natürlich ein energetisches Problem. Der Kalksandstein wird bei geringeren Temperaturen eigentlich verfestigt, bei 200 Grad etwa, der sich sehr günstig darstellt. Auch beide Materialien eher eine regionale Bedeutung haben, kurze Wege und in der ganzen Diskussion über die Baustoffe auch immer stark beachtet werden. In Summe gibt es für mich einfach aber jetzt kein Schwarz und Weiß zu sagen, das eine Material ist gut und das andere ist schlecht. Jedes Material hat einfach seine Relevanz und Bedeutung. Und das Genie unserer Ingenieurin wird jetzt notwendig sein, genau dahin zu gucken, wo wir diese Materialien am sinnvollsten, effektivsten einsetzen. Jetzt möchte ich ein bisschen in die Gesellschaft reingucken. Also bauen für eine Gesellschaft im Wandel. Und auch im Fokus nehmen, was das für uns bedeutet, auch als Kammer und als Bauingenieurinnen und Bauingenieur. Wenn ich die Situation, ich habe sie mal so ein bisschen skizziert, darstelle, haben wir unten eine Wissenschaft, die uns gefühlt seit 40 Jahren darüber aufklärt, dass die CO2-Emission ein menschheitgemachtes Problem ist, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Es ist bedauerlich, aber da haben wir auch vielleicht alle unseren Anteil damit, wie wenig dieses Wissen tatsächlich zu praktischer Politik und Handeln geführt hat. Wobei tatsächlich die CO2-Emission im Baubereich, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die etwa 20, 25 Jahre ist, wo man es mit der Frage geteilt hat. Erstaunlicherweise ist das in den letzten Jahren etwas kürzer gekommen, man hat wenig daraus gelernt, man hat immer wieder geforscht, aber die Umsetzung in der Praxis war einfach nicht genügend. Das Wissen, was passiert, ist eigentlich groß. Bitte auch, wenn sich jetzt hier Symbole ist, sind es nicht die Symbole, für die da sind, sondern die stehen halt Passport Toto für das Ganze. Die Wissenschaft, und das muss man aber sagen, in den letzten Jahren ist eher über eine Zivilgesellschaft dann Richtung Politik, und ich habe mal Politik und Finanzen dargestellt, hineingedrungen. Das heißt, die Politik und die Wahrnehmung haben wir heute, nimmt das Thema wahr, sie nimmt es auf, es ist für sie ein wichtiges Thema geworden.
und auf der anderen Seite Finanzindustrie. Und was ich dazwischen jetzt gemalt habe, ist, dass die Baubranche aufpassen muss, dass sie nicht zwischen diesen beiden Bubbles, die links die Politik und rechts der Finanzbereich, dazwischen gezwängt wird und irgendwo noch Handlungen kommt, die sie selber nicht mehr steuern kann. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Input, mit dem wir auch rausgehen müssen. Das heißt, wir müssen damit arbeiten. Was heißt das konkret? Wir waren die Tage beim Präsident Gebecken, bei der Frau Schreier, bei der Bauministerin gewesen, haben über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, über einen runden Tisch, der diesbezüglich etabliert werden muss. Und eine Botschaft hat sie uns mitgegeben. Wenn wir im Baubereich es nicht schaffen, selber die Lösung anzugehen, wird die Politik Lösung machen. Und wir können davon ausgehen, und die Politik weiß selber, dass es nicht die besten Lösungen ist. Das heißt, der Baubereich, damit er nicht eingezwängt wird in diesen Bereichen, muss sich bewegen und muss seine eigene Lösung entwickeln, damit wir auch dort das Handeln in Heft haben und auch das zeigen können, was wir können. Sonst kriegen wir irgendwann Lösungen, die vielleicht nicht das Optimum darstellen. Was sehe ich nicht als Optimum? Ich sehe oftmals in der Politik sehr isolierte Lösungen, die immer ein Thema angehen und es nicht schaffen, das Gesamtwerk zu sein. Was bedeutet rechts der Finanzbereich? Der Finanzbereich wird ein Treiber sein. Ich weiß nicht, ob Sie es heute gesehen haben. Es war heute eine Nachricht in verschiedenen Medien, dass die Börsenaufsicht, die United States Securities and Exchange Commission, ein Greenwashing-Verdacht gegenüber der DBS, das ist eine Tochter der Deutschen Bank, ausgeäußert hat, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet hat. Und das hat der DBS 1 Milliarde Börsenwert gekostet. Das hier ist das Thema der Nachhaltigkeit, ist sehr wohl im Finanzbereich schon angekommen. Und auch der Finanzbereich ist wesentlich für den Baubereich. Das heißt, auch da müssen wir oder werden wir sehen, dass der Finanzbereich ein Treiber für den Baubereich wird, sich zu verändern und auf neue Technologien einzusehen. Es ist zum Beispiel im Bereich der EU die EU-Taxonomie. Taxonomie kommt tatsächlich erst im Bereich der Biologie, ist eigentlich nichts anderes als eine Klassifizierung. Und die EU hat sich, die Kommission hat sich zur Aufgabe gemacht, darüber, ob ein Produkt, ein Invest nachhaltig ist, das darf nicht aufgrund der Vorstellung einer Marketingabteilung sondern es müssen konkrete Merkmale erfüllt sein. Und sie haben 6 Merkmale definiert. Das ist die Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, Behinderung von Umweltverschmutzung, gesunde Ökosysteme. Das heißt, die Finanzindustrie, die Mittel zur Verfügung stellt, auch für den Baubereich, wird ihre Produkte in Zukunft auch verkaufen können, wenn sie genau diese Kriterien erfüllt. Wobei es in diesem Fall bei der Taxonomie nicht darum geht, dass immer alle Kriterien erfüllt sind, sondern es muss mindestens ein Kriterium erfüllt sein und die anderen dürfen nicht verletzt sein. Und da wird man natürlich auch seitens der Finanzierung, das heißt, ob Sie eine Baufinanzierung angehen oder damit in einen Investmentfonds übernehmen, in den Bauprodukte drin sind, entsprechende Gebäude nachfahren. Und auch da wird es wichtig sein, dass der Baubereich genau das Thema ist. Es ist aber nicht nur jetzt eine Politik, in dem halt Wünsche geäußert werden oder eine Finanzindustrie, die es vorantreibt, sondern wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz. Jeder weiß aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, das relativ schnell auch nochmal verschärft wurde. Für mich auch ein ganz klares Zeichen. Es gibt kaum eine Situation, wo ein Urteil aus meiner Wahrnehmung eines Bundesverfassungsgerichts so schnell in praktische Politik umgesetzt wurde. In dem nochmal ganz klar gesagt ist, dass die Ziele der Regierung, die bis jetzt formuliert und geäußert waren, nicht ausreichend sind. Die Ziele wurden nochmal angeschärft, um dahin zu kommen, dass wir CO2-Minimierung haben. Und es gibt in dem Klimagesetz selber konkrete Vorstellungen. Und zwar für den Gebäudebereich müssen wir von 2020 von 150 Millionen Tonnen CO2 auf 95 runter, das ist dann auch 63%. Wir hatten 1990, das ist 30 Jahre vor 2020, 210. Das heißt, wir haben es geschafft, letztendlich zwischen 1990 und 2020 50 Millionen Tonnen, vielleicht 60 Millionen Tonnen zu reduzieren. Und sie haben jetzt nochmal aufgerufen, 55 Millionen Tonnen in den nächsten 30 Jahren zu reduzieren. Das betrifft aber den Wärmebereich. Damit ist noch nicht das andere, das möchte ich unten darstellen. Der Baubereich ist natürlich genauso mit verantwortlich, dass die Industrie, Beton und Zement im Wesentlichen und Stahl, ihre Themen kommen. Das heißt, aus der Industrie werden wir Inputs bekommen in den Baubereich. Und wir kriegen natürlich eine sehr starke Verlagerung in Richtung Strom. Das heißt, wenn wir die Wärme nicht mehr durch Verbrennung erzeugen, werden wir sie mehr oder weniger durch Strom erzeugen. Auch das wird durch den Strombereich erzeugen.
Das heißt, der Baubereich muss auch den unterstützen, dass der Strombereich seine Ziele erreichen kann und wird da seine Mitwirkung treffen. Das heißt, Gebäude alleine ist eben nicht ausreichend, sondern ich muss auch in die Industrie gucken, ich muss auch hingucken im Bedurch des Stroms und der Wärmeerstellbarkeit. Und das ist jetzt aber nicht genug. Es gibt dazu ein Klimaschutzprogramm und es gab gestern die Meldung des Klimarats. Es gibt so ein Klimaschutzprogramm, es definiert ein Klimarat. Und er dann war festgestellt, dass die Programme, die die Bundesregierung bis jetzt aufgelöst hat, nicht ausreichen, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn man sich das Klimaschutzprogramm in der Tat einfach mal ansieht, dann stellt man wirklich fest, dass es sehr viele Programme gibt, sehr unübersichtlich ist. Und was für mich sehr wichtig ist, auch zu sehen, wie kriegen wir das zusammen einfach. Ein Beispiel, wir haben auf der einen Seite eine Verkehrswende, die in allen Programmen, und das ist gar nicht mehr parteipolitisch, davon ausgehen, dass wir eine Verlagerung kriegen in den Bereich des Radverkehrs, wir kriegen den Bereich Verlagerung des ÖPNVs. Bedeutet letztendlich eine Reduzierung des IVs. Wenn ich eine IV reduziere, haben die Leute dann Carsharing-Themen gehen und sagen, weniger Fahrzeuge. Wenn sie weniger eigene Fahrzeuge haben, ist die Frage, welche Tiefgarage es noch braucht. Wenn ich die Frage der Tiefgaragen stelle, komme ich sehr früh, wo ich eben aufgezeigt habe, dass im Gebäude ein sehr hoher Anteil des Betons gerade in den Erdreich verbaut wird, ich gegebenenfalls Betongebäude mit weniger Keller bauen kann, also sprich mit weniger Tiefgaragenkeller, was wiederum auf dann Auswirkungen auf den Beton- und Zementherstellung hat. Und ganz wichtig ist eigentlich, dass wir eben nicht diese Sektoren gelöst sind. Diese Sektoren sind nicht gelöst, sondern es gibt Interferenzen zwischen diesen Sektoren und die müssen wir aufspüren. Und das ist ein Thema zu gehen, wie kriegen wir das Hebel in den einen, auch in den anderen Richtung einfach wirkt. Was kann sich ändern? Und es muss sich was ändern. Es gibt einfach verschiedene Themen und ich hoffe, wir werden in nächster Zeit einfach auch nochmal viele Ansätze hören, was sich ändern kann. Ein Bild aus dem Legoland. Wenn ein Erwachsener hinkommt und sieht dieses Bild, dann denkt er sich, boah, super, wie kann man das nachbauen, so detailgetreu. Wenn dann ein Kind drauf guckt, das sieht in dieser Stadt einfach nur eine große Lego-Kiste. Genau das ist. Wir müssen lernen, dass eine Stadt auch ein Materiallager ist. Wir müssen sehen, dass aus vorhandenen Baustoffen wir wiederverwerten können und nicht diese Baustoffe in einem Prozess, der energieaufwendig ist, erst schreddern, um dann daraus wieder einen neuen Beton zu machen. Ein Weg, den man durchaus immer auch schon gegangen ist, früher hat man alte Burgen abgetragen, um damit Innenstädte zu bauen. Es werden neue Felder gehen und wir müssen uns mit diesen Feldern auseinandersetzen. Ich habe Beispiele, wo das heute schon passiert. Spannend ist, und das, ich komme hier öfters vorbei und es erfreut mich jetzt dieses Mal, warum erfreut mich dieses Gebäude? Das ist jetzt nicht das, was der architektonisch mir unbedingt zusagt. Das ist ein Hotel gewesen, gebaut irgendwann Mitte der 80er Jahre, hat dann geschlossen. Und aus diesem Gebäude wird jetzt ein Altersheim gebaut. Und der Erhaltung wesentlicher Teile der Bausubstanz, das passiert hier. Man sieht hier vorne in der Fassade, es wird geändert, es werden Türen eingeschlagen, es werden Fenster zugemauert, es werden neue Fenster gebaut. Aber die Struktur dieses Gebäudes wird erhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Beton, dass wir Bestand umnutzen. Und das finde ich so klasse. Es ist jetzt hier kein Leuchtturmprojekt, weil das irgendwo publiziert ist, sondern das passiert im täglichen Doing. Herr Dekal, auch ein Kammermitglied, ist dort verantwortlich als Planer. Und ich finde, das ist immer ein klasse Ansatz zu sehen, es funktioniert. In vielen Fällen hätte man gesagt, abreißen, neu bauen. Nein, wir können diesen Weg gehen, Bestand erhalten. Dort wurde viel CO2, graue Energie erhalten und wir kriegen eine neue Nutzung zugeführt. Und das sind Aufgaben, die uns Ingenieurinnen und Ingenieure einfach in Zukunft auch beflügeln wird. Kein Mensch würde Golden Gate Bridge abreißen. Derjenige, der irgendwann den Mut hat zu sagen, sie trägt nicht mehr und sie muss abgerissen werden, an dessen Haut möchte ich nicht stecken. Es ist selbstverständlich, dass wir Ikonen der Baukunst natürlich erhalten, aber wir müssen auch alte und andere Gebäude möglichst einer langen Nutzung unterziehen. Das Effektivste, was wir einfach haben können, ist, indem wir lange Nutzung antreiben, weil wenn wir schon einmal letztendlich dafür bezahlt haben, sprich CO2 gesetzt haben, in allen Prozessen Energie genutzt haben, um was herzustellen, und es nutzt uns lange, dann können wir es wie ein finanzielles Invest abschreiben. Auch ein finanzielles Invest wird tragbarer, je länger ich es abschreiben kann.
je geringer sind die Raten pro Nutzungseinheit. Und das Gleiche müssen wir auch die Vision im CO2 haben. Die Nutzung, die wir heute anstreben, dass Gebäude 40, 50 Jahren wieder erneuert werden. Oftmals gibt es natürlich das Argument der energetischen Sanierung. Aber langfristig können wir es nicht machen, sondern wir müssen Gebäude haben, die ein langes Leben haben. Das heißt, im Neubaubereich sind wir auch aufgefordert, so zu bauen, dass wir auch Änderungen in der Struktur und der Nutzung zulassen können. Auch eine wichtige Aufgabe für uns Planer und Planer, genau dieses Weg anzugehen. Eben nicht nur für 40, 50 Jahre zu planen, sondern darüber hinaus. Ein anderer Ansatz wird die Digitalisierung sein. Damit wir Thema Cradle to Cradle machen können, das heißt, Baustoffe immer wieder einsetzen können, müssen wir diese Baustoffe, die verbaut sind, kennen. Wir müssen diese Baustoffe in Datenbanken einlegen. Wir müssen sie wieder auslegen können. Das heißt, die BIM, Building Information Modeling, Building Information Management wird einen wichtigen Beitrag leisten, unsere Bauwerke ausreichend zu kennen, die Materialien zu kennen, auch Märkte zu machen. Gegebenenfalls, dass ein Gebäude nicht einfach abgerissen wird, sondern dass das Gebäude als Rohstofflager auch einen Wert darstellt. Gerade für eine Finanzierung eines Gebäudes ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich halt eben nicht nur Kosten habe, sondern auch einen Nutzen habe. Dafür muss ich es aber kennen. Und auch Plattformen, auch Börsen schaffen, wo ich gegebenenfalls damit handle, mit diesen Baustoffen. Und je drängender die Situation wird, umso mehr ist es. Nach dem Krieg wurde das oder passierte das in Deutschland. Das Bild der Trümmerfrauen ist allen bekannt. Das heißt, man hat aus Ziegeln sie wieder gereinigt und wieder verbaut und die Gebäude stehen heute noch. Wir brauchen es jetzt nicht mit einem Hammer und einem kleinen Meißel den Mörtel runterschlagen. Wir müssen vielleicht moderne Methoden entwickeln, aber das wohl sehr wohl einsetzen. Das heißt, einmal verbaute Baustoffe wieder zu nutzen und nicht in der Straße oder nicht irgendwo vergammeln zu lassen. Oder aber auch Stahlbauten, ich hatte es schon mal angesprochen, oder Konstruktionsholzbauten so zu konstruieren, dass ich sie wieder demontieren kann und an einer anderen Stelle wieder aufbauen kann. Auch die Möglichkeit besteht, ohne es dann einen Recyclingprozess durchzuführen, was natürlich immer das Bessere ist, weil ich weniger Energie einsetze. Das heißt, das direkt verwendete wieder Stahl, dafür sind Standardisierungen notwendig. Die Digitalisierung kann uns sehr stark in diesem Weg unterstützen, weil sie uns Informationen liefert, weiterzukommen. Einen anderen Ansatz, der ist ganz spannend. Wir hatten hier ein Digitalforum, einfaches Bauen. Ein Investor Herr Böhm hat sich darüber Gedanken gemacht. Er hat dort ein Holzhaus, ein Betonhaus und Mauerwerksgebäude ineinander. Er lässt sie nun parallel laufen, guckt einfach, wo hat er die geringste CO2-Emission in der Herstellung, wo hat er die geringsten Emissionen und Aufwand im Betrieb. Auch solche Ideen wird zurzeit gefördert, auch als Forschungsprojekt. Auch eine spannende Sache, auch da den Blick nicht einzuengen. Ganz entgegengesetzt, adaptiertes Hochhaus, Herr Sobeck, immer wieder bekannt, auch für sehr innovative Ideen. Auch das kann eine Lösung sein. Wir sollten uns definitiv nicht festlegen auf eine Lösung, um zu sehen, vielleicht können wir Gebäude machen, die aber durch intelligente Technik mit weniger Tragstruktur auskommen und mit weniger Input in die Tragstruktur. Geschäftsmodell. Die Firma Schüco, einer der ganz großen Hersteller für Fassadenelemente, hier ihr neues Gebäude, ist sehr stark auf dem Thema Cradle to Cradle unterwegs, bis dahin, dass es Überlegungen gibt, Fassaden eben zu verleasen. Das heißt, selber ein Interesse daran zu haben, auch Produkte wieder zurückzunehmen. Das sind neue Geschäftsmodelle, in denen halt das Fassadenelement eben nicht gekauft, eingebaut und dann verschrottet wird, weil es nun ist, sondern der Hersteller bleibt verbunden mit dem Produkt und erhofft sich dadurch eine Wertschätzung. Und man sieht es an der Firma Schüco, die diesem Weg sehr offen ist, dass es sehr wohl auch für etablierte Firmen neue Geschäftsmodelle sind, die es definitiv zu heben gibt. Wir müssen Gebäude, multifunktionale Gebäude zusetzen. Ich bin immer wieder enttäuscht, wenn ich in höheren Gebäuden bin und ich war gestern in Nürnberg, da ist am Bahnhof ein neues Hochhaus erstellt und man kann von dort auf andere Dächer gucken, was sehe ich dort? Kiesflächen. Ich weiß nicht, warum man Dächer nur mit Kiesflächen ausstatten muss. Die Fläche eines Daches ist einfach zu wertvoll, um es nur einer Kiesfläche zuzuführen. Wir müssen auch aus Gründen des Klimawandels, des Klimaanpassung sehen, dass wir begrünte Flächen schaffen, dass wir aber auch diese Flächen nutzen, um Energie zu gewinnen. Ich habe öfters betont, wie wichtig auch der Energiebedarf ist, den wir decken müssen, um genau diese Wege zu gehen. Und es kann einfach nicht mehr sein, dass wir Dachflächen schaffen, die nicht einer weiteren Nutzung zugeführt wird, außer Wasser anzufassen und schnell wieder in der Kanalisation zu bringen und dann an anderer Stelle zur Überflutung zu führen. Der Weg ist nicht mehr zeitgemäß. Also wir müssen Funktionen in den Gebäude gehen, die auch eine intensivere Nutzung haben. Dazu gehören Dachflächen, aber da gehört es zu den inneren Flächen. Vielleicht muss eine Schule auch nicht mal einen halben Tag leer stehen.
ein spannendes Projekt, das ist mir auch am Herzen liegt. Das ist eine Brücke aus vorgespanntem Granit. Das heißt, der Baustoff kommt so aus dem Steinbruch, er wird geschnitten, er wird geschliffen, er wird ineinander vorgespannt. Auch natürliche Baustoffe können wir vielleicht an manchen Stellen wieder stärker einsetzen. Dieses Produkt haben wir mit einem Hersteller aus dem Bayerischen Wald, der Firma Kusse, entwickelt. Es ist schon oft eingesetzt worden als Fußgängerbrücke und es besteht aus wenigen Produkten. Es besteht aus Granit, es besteht aus Spannlidern, aus verbundlosen Spannlidern aus dem Gelände und damit bauen wir diese Brücken mit einem extrem geringen CO2-Print. Für die Tragwerksplaner spannend, wir kennen unsere drei Punkte: Standsicherheit, Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit. Wenn man uns nachts weckt, kommt das sofort hin. Was muss ein Tragwerk bemessen werden? Wir müssen unsere Bemessung erweitern. Es ist für mich offensichtlich, dass die Nachhaltigkeit ein Element wird in die Bemessung hinein. Wir Optimierung in Bezug auf die Nachhaltigkeit anstellen und sehen, dass jedes einzelne Gebäude auch nachhaltig gebaut ist. Da gehören natürlich CO2 Ökobilanzen dazu. Es gibt entsprechende Datenbankinformationen, mit denen wir es heute machen können. Wie man rechts sieht, auch natürlich im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Baubereichs, im Building Information Modeling zu sehen, wie kriege ich die Informationen an diese Bauteile geheftet, um dort auch sehr schnell und sehr effektiv immer wieder zu sehen, wo steht mein Bauwerk. Übrigens auch hier spannend, hier ist im Untergeschoss fast doppelt so viel Beton verbaut wie im Aufgehenden, was ich eben schon mal gesagt habe, welche Bedeutung gerade die Tiefgeschosse für den Einweis für den Beton hat. Insofern für viele Bereiche eine Aufgabe, die uns zukommt. Jetzt mal von dem Einzelgebäude ein Stück weit weggehen. Ich möchte auf die IBA hinweisen, die Internationale Bauausstellung in München, die in Vorbereitung ist, wo das Memorandum erstellt ist. Und dort wird es um die Mobilität gehen. Es geht aber nicht darum, die Mobilität jetzt zu sagen, wir entwickeln neue Autos, sondern den Zusammenhang zwischen Mobilität und Bauen. Das heißt, wie wir unsere Landschaft, wie wir unsere Städte organisieren, wie wir auch das Zusammenleben, wird unmittelbaren Einfluss haben auf die Mobilität. Das heißt, eine Verkehrswende hängt zusammen mit Stadtplanung, kurze Wege. Viele dieser Stichworte sind eigentlich bekannt. Auch da ist ein wichtiger Schritt zu gehen, zu sagen, wie sieht in Zukunft es aus, dass wir CO2 mit viel, viel weniger CO2 auskommen. Dafür müssen wir ein Stück weit neu organisieren. Und dafür halte ich die IBA für einen ganz wichtigen Ansatz. Jetzt noch zum Abschluss. Bayerische Ingenieurekammer möchte ich auf ein Papier aufmerksam machen. Wir haben die 12 Forderungen für mehr Nachhaltigkeit am Bau der Bayerischen Ingenieurekammer. Ich möchte kurz durchgehen. Das ist das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Muss in die Grundlage eines jeden Bauprojekts hineingehen. Das heißt, bei dem Bau muss klar sein, was wird mit den Baustoffen passieren. Ich glaube, es wird auch das, was ich eben gezeigt habe, auch durch die Finanzierung, durch die Banken tatsächlich ein Thema zu sein, dass sie sagen, wenn wir das finanzieren, wollen wir auch wissen, was dahinter mit passiert. Wir brauchen katasterstädtische Ressourcen. Das ist was mit Digitalisierung zu sagen. Wo haben wir das Thema? Auch zum Beispiel, wenn an einer Stelle ein Aushub stattfindet und ich zum Beispiel in München wunderbaren Kies habe, dass ich den nicht aus der Stadt überbringe, deponiere, sondern vielleicht gleich relativ nah auch wieder hingehen kann, auch Beton rauszumachen. Sanieren vor Neubau, das Beispiel hatte ich Ihnen gezeigt mit dem Altersheim, was gebaut wird. Abriss von Gebäuden, müssen die Baustoffe konsequent recycelt und wiederverwendet werden. Variables Planen und flexibles Bauen sind das Gebot der Stunde. Das heißt, wir müssen so bauen, dass auch vielleicht eine Umnutzung möglich ist. Ein Gebäude, was sehr stark mit Wänden und Schotten durchsetzt ist, sodass wir keine Räume verändern können, wird schneller dazu führen, dass man vielleicht bauliche Maßnahmen misst, als wenn man so baut, dass wir zum Beispiel durch eine eher einfache Tragstruktur, Stütze, Decke zum Beispiel Tragstruktur einrichten und die Raumaufteilung dann mit nicht tragenden Wänden, Holzwänden etc. machen, um eine Flexibilität hineinzubringen, dass wir auch verschiedene Nutzungen haben können, ohne das Gesamtgebäude. Bis dahin, dass vielleicht die raumabtrennenden Wände selber auch wieder flexibel verändert werden können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit zu beschäftigen, was ist. Die starre Trennung zwischen Wohninfrastruktur, Grünfläche und Freizeit muss funktionalen Lösungen weichen. Auch eben schon gesagt, die Trennung führt zu weiten Wegen, weite Wege führt zu Verkehr. Wir müssen es wieder zusammenfahren und wir müssen auch überlegen, ob ein Gebäude wirklich nicht auch mehrere Funktionen machen kann bis zu einem Kraftwerk. Schwarmstädte, ich glaube, da brauchen wir aktuell nichts mehr zu sagen. Die Versiegelung der Städte muss reduziert werden, sonst werden wir auch mit Hochwasserereignissen nicht klarkommen. Wenn einer hingeht und zum Beispiel seine Flächen analysiert, muss es sich auch finanziell lohnen. Zum Beispiel das EEG wäre eine Fläche gewesen, aber auch wenn einer Retentions- und Grünflächen macht. Es ist nun mal ein Unterschied auch für die Gemeinheit, ob einer auf seinem Dach Allgemeinheit eine Grünfläche hat, auf dem auch Regenwasser zurückgehalten werden kann, was zur Kühlung beiträgt oder die Fassade,
Und wenn dieser Mehrwert für die Gesellschaft geleistet wird aus einem Gebäude, hat die Gesellschaft sich auch daran zu beteiligen. Das muss im steuerlichen System berücksichtigt werden. Es kann zum Beispiel die Grundsteuer dort berücksichtigt ist, wie viel versiegelte Flächen ich habe, und die Steingärten kosten dann vielleicht auch ein Geld. Dächer, Fassaden dürfen nicht ungenutzt bleiben. Dann der Gebäudeenergiegesetz, auch das immer wieder von der Kammer ganz stark fokussiert. Die aktuellen Energien reichen uns nicht weit genug. Wir müssen weitergehen, um unsere Ziele zu machen. Hat uns aber auch jetzt entsprechend dann der Expertenrat, der Klimarat bestätigt, dass das der Fall ist. Ich bin mal gespannt, was daraus ist. Verkehrsinfrastrukturen müssen wir so konzipieren, dass sie auch möglichst effizient in der Fläche sind. Das hat wieder mit Versiegelung zu tun. Das hat damit zu tun, dass andere Verkehrswege ist. Wir brauchen Verkehrsinfrastruktur, aber wir müssen mit weniger Fläche auskommen, gerade in den Städten. Und Trennwassersysteme bedeutet natürlich das Thema in Richtung, wie ich Kläranlagen funktioniere etc. Damit umgehe. Übrigens, auch was an der Stelle sehr berührend ist, nochmal ein kleiner Exkurs zum Ahrtal. Eine Kläranlage im Ahrtal liegt direkt an der A, die ist zerstört momentan, entwässern alle umliegenden Gemeinden, die auch vielleicht vom Hochwasser nicht betroffen sind, in diese Kläranlage bzw. entwässern nicht mehr. Es gehen ungeklärte Wässer halt rein. Auch da nochmal zur Bedeutung. Hat jetzt nichts mit dem Trennsystem, kein, das hatten wir nur noch. Was bedeutet das für uns Ingenieure? Ich glaube, die Aufgaben sind enorm. Was beschränkend ist, ist tatsächlich die enge Zeitspanne, die wir nur haben. Und ich sehe das für einen Bereich an, das ist wie die Mondlandung, die vor uns steht. Wir brauchen neue Baukonstruktionen, wir brauchen neue Baustoffe, beziehungsweise wir müssen vorhandene Baustoffe so anpassen, dass sie mit weniger CO2 und mit weniger Ressourcen ankommen. Wir müssen die Bauprozesse digitalisieren, um die Informationen zu bringen. Informationen digitalisiert, beschleunigt, bringen uns dorthin. Und Stadtplanung muss neu denken. Und wenn ich es heute sehe, wenn man mit älteren Leuten spricht und sagt, was haben die alles erlebt in ihrem ganzen Leben, als die auf der Welt war, sah die ganze Welt anders aus, als sie heute ist. Und wahrscheinlich wird man das von unseren Kindern oder Enkelkindern auch irgendwann mal sagen, dass die Welt, die sie zu Beginn ihres Lebens hat, völlig anders aussieht als die am Ende. Und wenn sich das im Positiven ist, haben wir als Bauingenieure wirklich, können als Bauingenieurinnen und Bauingenieure einen großen Beitrag leisten. Deswegen möchten wir mitgehen, sei schlau, geh zum Bau. Der Bau hat einen großen Input und ich bedanke mich für Ihr Interesse und ich hoffe, es haben auch einige durchgehalten und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, es haben sogar sehr viele durchgehalten, wie ich sehe. Sehr schön, vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Dr. Hennecke. Ich würde jetzt auch direkt zu den Fragen übergehen. Es ist hier bei mir einiges aufgelaufen. Sie dürfen auch gerne weiterhin noch Fragen stellen, wenn noch was offen ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Hier ist eine Frage zum Thema Zementherstellung. Ist ein großes Problem der Zementherstellung nicht auch die große Verwendung von Sand, der aus Flüssen und von Küsten abgebaut wird und schwerwiegende Folgen für Menschen und Umwelt hat? Also es ist natürlich so, also ich hatte dargestellt, dass wir relativ kurze Wege, auch Transportwege haben. Wenn wir natürlich Sand anfangen, durch die Gegend zu machen, dann reduzieren wir und haben einen definitiven Nachteil. Bloß auf der anderen Seite würde man jetzt von den Herstellern aus dem Bereich der Bauruhe bzw. der Gruben von Sand und Kiesen sagen, ja, wenn wir halt nicht mehr dort die Grube auch machen können, wo wir sie brauchen, sprich stadtnah, weil dort Interessen entstehen, die uns das verbieten, dann wird es zu diesen Ausweichreaktionen kommen. Und ich glaube auch an der Stelle braucht es einen Gesamtansatz. Es hilft uns nicht zu sagen, wir möchten auch eine Grube an dieser Stelle nicht vor der Haustür haben und wir fangen dann an, den Sand aus anderen Bereichen, vielleicht von Küsten oder aus anderen Ländern herzubringen. Das halte ich für ganz wichtig. Sand wird übrigens in Zukunft auch ein sehr begehrter Baustoff, weil Sand zwar auf der Erde anscheinend zur Verfügung steht, aber der brauchbare Sand halt abnimmt. Wenn ich das befürchte, muss ich tatsächlich dafür sagen, ich muss gucken, dass ich den Sand auch lokal gewinne. Ich habe nicht überall Sande, ich kann zwar brechen und weite Wege einfach sparen. Gut, dann würde ich direkt zur nächsten Frage weitergehen. Wie steht die Politik dazu, nicht mehr an den billigsten Aufträge zu vergeben, sondern eben an regionale Zwänge, also auch kurze Wege der Arbeiter und der Materialien? Ja. Entschuldigung. Also wir als Kammer stehen immer schon dafür zu sagen, das Billigste ist nicht das Wirtschaftlichste und in den Sonntagsreden hören wir es auch. Unsere gesamten Vergaberichtlinien schreiben uns noch was anders vor. Wir müssen, das ist ganz klare politische Aufgabe und auch die Aufgabe der Politik,
andere Vergaberegeln zu machen. Andere Länder schaffen das auch. Und dann ist das Argument, dass es teuer ist. Man momentan wird immer wieder nach dem günstigsten sucht. Wir müssen uns von dem billigsten Prinzip verabschieden. Völlig klar. Okay, und dann hätte ich noch eine Frage. Ist eine Eigenmotivation für nachhaltiges Bauen bei Bauherren spürbar oder müsste der Gesetzgeber hier noch mehr zu nachhaltigen Maßnahmen für Bauvorhaben verpflichten? Und vielleicht darauf anschließend noch, warum werden Naturbaustoffe noch so wenig genutzt? Liegt es daran, dass Bauunternehmen auch die Planer einfach zu wenig Erfahrung haben oder sind diese Stoffe einfach deutlich zu teuer? Klar, mehrer Komplex. Also zum Schluss wird es ein Stück weit über den Preis gehen. Wir werden, und es gibt ja jetzt der die CO2-Emissionen, die Zertifikate werden für den Hausbereich und den Verkehrsbereich ausgeweitet. Das heißt, es wird dazu führen, dass einfach gewisse Produkte teurer werden durch den CO2-Preis. Ob das sich durchschlägt, ist halt die andere Frage. Deswegen ist schon die Frage, reicht die Steuerung über den Preis aus? Es wird sicherlich auch eine Steuerung bringen, indem man vielleicht Vorgaben gibt, indem man auch technische Vorgaben gibt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was ich eben gesagt habe, dass man Nachweise führt zur Nachhaltigkeit, um nachzuweisen, dass es der nachhaltigste Produkt ist. Wir brauchen da vielleicht einen neuen Teil schon im Rahmen der Genehmigung, wobei man nicht gerne darüber spricht, auch Genehmigungsverfahren zu erleiden. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall thematisieren. Ich würde aber in der Tat jetzt mal das Interesse der Bauherren gar nicht mal so weit unterschätzen. Es gibt sehr wohl Bauherren in Deutschland, auch in anderen Ländern, große Investoren, die sich sehr wohl und sehr intensiv darüber Gedanken machen, weil sie auch ihre Gebäude errichten und nicht dann in 20, 30 Jahren mit Fragen konfrontiert sind, die sie nicht lösen können. Das heißt, es gibt welche, die es keine Rolle spielen, aber es gibt private Bauherren, bei denen es eine Rolle spielt und die Politik müsste sich ein Stück weit einfach mehr denn äußern. Für natürliche Baustoffe sind es einfach mehrere Themen. Das heißt, es betrifft die Verfügbarkeit. Es gibt die Frage, was kann ich konkret aus den natürlichen Baustoffen erbauen? Wie setze ich sie ein? Zum Beispiel Lehme, zum Beispiel aber auch Stroh. Aber auch da ist natürlich eine Aufgabe, dass wir dort mehr Schulung, mehr Wissensvermittlung brauchen, damit Planer auch auf die Idee kommen. Das sind aber jetzt nicht nur die Bauingenieure, sondern genauso gut auch Architekten, aber natürlich auch Bauherren, die sehr früh davon überzeugt werden, dass diese Materialien auch Vorteile haben. Und die man miteinander abwägen muss. Insofern bedarf es aus meiner Sicht sehr konkret und noch stärker Auseinandersetzung im Einzelobjekt mit diesen Fragen, was kann ich machen, um mir Zielsetzungen zu nehmen in Richtung CO2-Minimierung, Ressourcen schonend zu bauen und daraus das zu machen. Aber es bedarf auch einen Wechsel im Mind, im Mindsetting, der sich durch viele Bereiche ziehen muss. Okay, und jetzt würde ich hier sagen, abschließend haben wir noch eine Frage zur Digitalisierung. Die Baubranche gilt im Allgemeinen als eine traditionelle und konservative Branche. Gerade im Bereich der Digitalisierung hinkt der Baubereich hinterher. Im Vergleich zur Automobilbranche sieht man das sehr deutlich. Woran liegt das Ihrer Meinung? Es gibt unterschiedliche Ursachen. Aber wir haben auch einen Punkt, möchte ich auch immer wieder darauf hinweisen, dass die Digitalisierung auch seitens der Auftraggeber noch zu wenig gefordert wird und noch zu wenig Bedarf da ist. Ist sowohl der öffentliche als auch der private Auftraggeber. Und wenn momentan Digitalisierung stattfindet, zum Beispiel auf Seiten der Planerinnen und Planer, versucht wird, mit der Digitalisierung die Planung zu verbessern. Und die Digitalisierung selber muss ein Wert werden im Bereich des Bauens. Und das bedeutet ganz klar, am Ende eines Bauvorhabens muss es nicht nur interessant sein, ob die Fliesen und die Kacheln gerade sitzen, sondern es muss auch ganz klar sein, ich muss meine Daten, meine Informationen über das Gebäude haben und da ist die Digitalisierung sinnvoll. Und wenn wir merken, dass diese Daten einen Wert darstellen für ein Gebäude und das auch entsprechend fokussieren, werden die Investoren sich dafür kümmern, diese Daten zu bekommen und das ist wichtig für die Digitalisierung. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Digitalisierung im Bau- und Planungsprozesse, die Zusammenarbeit zwischen Planern, zwischen Handwerkern und Ausführern zu sehen, wie kriegen wir dort einen Übergang zwischen den Daten, die wir einmal erstellt haben, aber auch zwischen den Planern untereinander. Ich kann es immer nicht verstehen in meinen eigenen, wie mir heute noch ein Planer noch ein Papierexemplar zusteckt, um irgendeinen Plan für meinen Bau zu machen. Wir müssen uns damit committen, Daten digital weiterzugeben und zwar auch in den gleichen Modellen, also jetzt nicht dann ein PDF mit einem E-Mail durch die Gegend zu schicken, sondern wirklich in den gleichen BIM-Modell zu arbeiten und das zu trainieren. Die Techniken sind da. Wir als Kammer kümmern uns auch darum, wir machen die Ausbildung und es muss aber jetzt auch von allen Seiten dieser Schritt gegangen sein. Wir versuchen zum Beispiel seit einiger Zeit
BIM-Cluster aufzusetzen. Und es fehlt immer noch der ganz dringende Wunsch, das entsprechend zu machen. Wir tun uns einfach schwer, das wirklich durchzuziehen, dass es auch da ist. Und der Druck muss stärker werden. Der Druck liegt aber für mich, der muss seitens der Bauherren kommen, die aber sagen, wir wollen diese Daten, wir müssen diese Daten haben. Auch wenn Banken Finanzierung stärker nicht wandeln, kriegen wir die Daten in ein digitales Format hinein. Okay, ja, soweit waren das jetzt die Fragen, die bei mir hier aufgelaufen sind. Sollte jetzt noch was offen sein, können Sie die Frage gerne noch stellen. Ansonsten sind wir natürlich jederzeit auch gerne für Sie da. Sie erreichen uns über die Internetseite. Und jetzt sehe ich, hier kommt auch noch eine Frage rein. Im Cradle-to-Cradle-Bereich gibt es für den Tiefbau momentan nur ein Produkt mit Goldzertifizierung, in Klammern ein Kanalrohr. Wird von der BAIKA eine Unterstützung solcher Produkte unterstützt, wie in den 12 Forderungen aufgeführt? Also die BAIKA kann aufgrund ihrer rechtlichen Status keine Produkte an solches unterstützen und zertifizieren. Wir können darüber informieren, das halte ich auch sinnvoll. Und ich glaube auch, dass wir eine Reihe aufsetzen können, darüber zu informieren, welche Produkte das ist. Aber wir können als solche, als Kammer jetzt kein Produkt direkt selber bewerben oder das in Vordergrund stellen. Dafür sind wir eine Einrichtung des öffentlichen Rechts, dem würden wir dann widersprechen. Okay. Wunderbar. Also dann würde ich sagen, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Herr Dr. Hennecke, für Ihren Vortrag. Sie können sich auf unserer Website auch noch zum Thema Klimaschutz und nachhaltiges Bauen informieren. Das hatte der Herr Dr. Hennecke in seinem Vortrag. Einfach auf die Seite baika.de gucken. Und wir haben auch in Zukunft eine neue Veranstaltungsreihe zum Thema klimafreundlichen Bauen. Dazu Näheres dann auch auf unserer Website. Genau, jetzt bedanke ich mich erst einmal fürs Zuhören und Dabeisein und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, auch von mir aus vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie noch den letzten Sommerabend, so wie ich es mitbekommen habe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.